Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe wieder ein spannendes Interview mit dem Dr. Karl-Heinz Rauscher. Ihr habt ja schon in den vorigen Videos gesehen, dass er ganzheitlich unterwegs ist und zwar auch mit schamanischer Heilkunst. Und ein Bereich davon, ich denke mal, dass es da vielleicht herkommen könnte, ist die Healing Voices. Nee, sind die Healing Voices, genau, sind ja mehrere. Und das sind ganz besondere Stimmen, die auch heilende Wirkung haben. Wenn ihr also mehr über dieses Thema wissen wollt, dann bleibt jetzt dran. Ja, lieber Karl-Heinz, schön, dass du wieder bei mir bist. Oder ja, auch sehr ferne. Immer gerne, ja. Ja, Healing Voices, das ist ja ein Thema, was dich schon länger beschäftigt. Und ich habe ja auch schon ein paar Videos gesehen, was du da genau machst. Vielleicht erklärst du mal kurz, was sind überhaupt Healing Voices? Was kann man darunter verstehen? Also man kann sich vorstellen, dass diese heilenden Kräfte, die über die Healing Voices heilen und arbeiten, dass diese heilenden Energien, dass die überall in der Luft liegen. Natürlich kann man sie nicht sehen, aber sie sind da, sie sind überall und gleichzeitig. Und sie können auch uns helfen und uns beistehen, wenn wir Heilung brauchen. Und das tun sie auch. Das Besondere nur ist, sie machen das nicht automatisch, sie können sich nicht einfach so auswirken, sondern sie brauchen offensichtlich, und das kann ich nicht genau erklären, aber das ist so, sie brauchen offensichtlich einen Menschen, der sich als Medium, so als Kanal, als Medium zur Verfügung stellt und ihnen für eine Weile den Körper leiht, für Gesten, denn es geht durch Gesten auch, und die Stimme für Töne. Und da kommen dann Töne, teilweise auch Worte oder Sätze aus archaischen Sprachen, die wir gar nicht mehr mit dem Verstand verstehen können, aber die wir mit der Seele sehr wohl verstehen können. Also durch diese Gesten, durch diese Töne und durch diese Worte und Sätze arbeiten diese heilenden Energien. Wenn ich mir das so vorstelle, bildlich, dann sehe ich direkt so im Kindergarten, wenn die Kinder so tanzen und dann machen, ist das ja vielleicht auch schon so eine Art Healing Voice. Naja, also die heilende Energie, von der ich spreche, die ist natürlich verbunden mit der allgemeinen Lebensenergie, die uns ja alle uns allen ermöglicht, dass wir überhaupt da sind, überhaupt leben. Aber es ist eine tolle Sache, tolle Aussicht, eine tolle Einsicht auch, wenn wir wissen, dass es diese heilenden Energien gibt, dass sie da sind und dass sie grundsätzlich freundlich sind und uns auch helfen wollen und uns auch heilen wollen und können auf eine Art und Weise, wie wir das jetzt auf der menschlichen Ebene gar nicht könnten. Und das betrifft den Körper bei körperlichen Krankheiten, auch seelische Verstimmungen, Depressionen, Angstzustände. Und vor allem, das ist ja das Besondere auch daran, dass ich sie auch bei den Systemaufstellungen, Familienaufstellungen mit hineinbringen kann und dass sie sogar die Seelen derjenigen, der Vorfahren, die ein Trauma erlebt haben, zum Beispiel in einem Krieg, im Zweiten Weltkrieg, was ja bei uns noch sehr häufig ist, dass sie diese Seelen auch aus diesem eingefrorenen Trauma was sie erlebt haben, lösen können, sodass die auch ihren Weg wieder gehen können als Seelen, wo sie auch immer hin sollen nach dem Tod. Ja, aber das ist eben Traumaarbeit auf höchstem Niveau, weil wir ja auch als Nachfahren oft darunter leiden, dass diese belastenden Energien von den traumatischen Erfahrungen unserer Vorfahren immer noch in unserem Energiefeld sind. Und wenn die geheilt werden, dann ist das gar nicht mehr notwendig, dass wir diese belastenden Energien tragen, dann fallen sie von uns ab. Ja. Und das hat sehr große heilende Auswirkungen. Jetzt hast du schon eine der großen Wirkungen von den Healing Voices vorab genommen. Ich wollte noch kurz ein bisschen erklären, vielleicht Thema Frequenzen. Wir haben ja mittlerweile die Quantenphysik auch wissenschaftlich bewiesen. Hast du dir da schon mal ein wissenschaftliches Modell gedacht, warum das funktioniert oder etwas darüber gelesen? Das wäre ja auch mal spannend für die Skeptiker da draußen, die sagen, oh, Energien. Naja, es ist ja grundsätzlich so, dass das ist etwas, was jetzt erst langsam so in der Bevölkerung und auch bei vielen Wissenschaftlern erst noch unter den Groschen fallen muss. Ja. Erst mal wirklich erkennen, was das eigentlich ist, Energiefelder.
Denn im Grunde bestehen wir ja aus Energiefeldern. Wir haben eine Aura, unser Körper, jede Zelle kann nur funktionieren, weil es in ein Energiefeld eingebunden ist. Und auch die Erde hat ja ein Magnetfeld, das ganze Universum ist mit Energiefeldern verbunden. Und wir Menschen haben auch in diesem Energiefeld unsere Gefühle, unsere Verbindungen mit anderen Menschen, ob sie jetzt wie in der Familie schon lange gestorben sind oder auch sogar zukünftige Liebespartner oder sogar zukünftige Kinder können sich schon in irgendeiner Form äußern, was wir dann merken können, was wir gefühlsmäßig aufnehmen können oder eine Unzufriedenheit oder eine Freude. Alles das ist ja Energie. Und die Quantenphysik hat das ja schon seit Jahrzehnten bewiesen. Also wenn Sie den Professor Dirk anhören, der ist jetzt ja schon gestorben, über 80-jährig, der war der Leiter des Max-Planck-Institutes für Physik in München, Quantenphysiker. Und da gibt es noch Videos, die man auch auf YouTube anschauen kann. Und der hat letztendlich das so ausgedrückt, dass wenn man in der quantenphysikalischen Forschung die Materie auf das Kleinste herunterbricht und schaut, was bleibt denn dann übrig, was kann ich denn da noch erkennen, unterhalb der atomaren Ebene sogar. Und dann sagt er, es bleibt letztendlich nur Energie übrig und Verbindung, Verbindungsenergie. Also das ist, und das, die Materie und dann auch wir selber, wir bestehen ja auch aus Materie, wir sind nichts anderes als Energie, die in Verbindung steht, also Verbindungsenergie. Und das ist etwas, das ist bewiesen, nur viele Wissenschaftler haben noch nicht begriffen, was das eigentlich bedeutet, welchen Quantensprung das auch im Verständnis bringen kann. Und wir kümmern uns, letztendlich müssen wir uns nur um diese Energie und um unsere Verbindungen kümmern. Dann sind wir auf dem richtigen Weg, dann verstehen wir auch, wer wir sind. Der Mensch ist auch nur verständlich mit seinen Verbindungen, mit seinen energetischen Verbindungen. Und Energie ist immer, ist auch Informationsenergie, ist immer damit verbunden. Und mit diesen Feldern beschäftige ich mich schon seit Jahrzehnten. Und Healing Voices, das war jetzt etwas wie, das habe ich vor 20 Jahren wie selber entdeckt, ohne es wirklich zu suchen. Aber heute weiß ich, dass ich mit heilenden Energien arbeite, die einfach einen Einfluss haben können auf unsere seelische, auf unsere, um das Energiefeld, das uns umgibt und auch durchdringt, aus dem heraus wir auch leben, und die Störungen, die dort sind, dann auch eben zum Verschwinden bringen. Ich weiß jetzt von einer Freundin von mir, die auch schamanisch arbeitet, die Nika, die ist auch auf meinem Kanal einmal interviewt, dass man da auch so Kunstsprachen verwendet, die kommen dann intuitiv hoch, wenn man Zeremonien macht. Kann man vielleicht sagen, dass die Schamanen das als erstes noch irgendwie behalten haben? Oder glaubst du, dass es hat eigentlich, ist das was anderes, was die Schamanen machen, als das, was du jetzt entdeckt hast? Nein, das ist nichts anderes. Im Grunde greifen alle oder arbeiten alle Schamanen, die das Handwerk gut gelernt haben, auf dieses Energiefeld, auf dieses heilende Energiefeld zurück. Mhm. Und verstehen sich als ein Kanal, als ein Medium für diese Energie. Und das kann man natürlich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Man kann dazu auch Gegenstände benutzen oder Tiere oder Naturgegenstände als Mittler. Das ist einem ja dann frei gestaltet und das ist auch in den verschiedenen Kulturen und in den schamanischen Kulturen jeweils anders dargestellt. Und bei uns, in unserem Kulturkreis, gab es ja die Schamanen gar nicht mehr. Also wir sind, die wurden praktisch ausgerottet im Mittelalter durch die katholische Kirche auch. Alles wurde ja verpönt, verteufelt und auch mit dem Tode bestraft, wenn sie die Hexenverfolgungen betrachten. Und dann ist es so, wie kann diese Energie wieder zu uns kommen? Normalerweise ist es in der schamanischen Tradition ja so, dass sich der Schamane den Schüler aussucht und der, wenn er dann zustimmt, kann er das über viele Jahre dann lernen. Wow. Peu à peu. Ja, das ist das Normale. Und das bei mir war es ja anders. Ich bin irgendwie quasi aus diesem ganzen, von diesem Heilungsfeld gerufen worden,
direkt, ohne dass ich das jetzt von einem Schamanen gelernt hätte und habe das auch am Anfang gar nicht machen wollen, weil ich gar nicht gewusst habe, was das ist und was das soll. Ich als Arzt soll ich jetzt auch Schamane sein und so. Aber über die Jahre habe ich verstanden, was, um was es da geht. Das heißt, es ist diese Heilenergie, und das ist bestimmt weltweit bei vielen anderen Menschen auch so, die dafür offen sind, wenn sie bereit sind, aufgrund ihrer Ausbildung, aufgrund ihrer seelischen Qualität, werden sie gerufen, und dann weiß man, was man tun muss. Man übergibt sich dem eigentlich, und dann geschieht das, und es ist ganz frappant und wunderbar, was dann geschieht. Und naja, aber wenn man sich dem verweigert, ja, und das ist, Geschichten gibt es ja auch in der Literatur, und ich habe das auch selbst erlebt, wenn man sich dem verweigert, wenn man diesen Ruf bekommt und ihm nicht folgt, und ich wollte ihm am Anfang auch nicht folgen, dann wird man selbst krank. Also da wird man dazu geschmiedet, dann irgendwann dann doch zuzustimmen, um wieder gesund zu werden. Und das war bei mir auch genauso. Eine Krankheit hat mich dann letztendlich davon überzeugt, dass ich gar kein Recht habe, diese Gabe von meinen Klienten und letztendlich auch der gesamten Welt zurückzuhalten. Und das hört sich aber spannend an. Magst du kurz erzählen, was das für eine Erkrankung war und ob du es dann mitgekriegt hast? Das war, ich war, also ganz kurz, da war ich in Südfrankreich auf einer Fahrradtour und habe dann irgendwie einen Sonnenstich bekommen, also kurze fast Bewusstlosigkeit. Das ist ja so wie so ein Hirnödem, was man da bekommt, Sonnenstich. Normalerweise geht das nach ein paar Tagen weg, und bei mir ist es eben 2-3 Wochen im Urlaub noch geblieben und dann langsam besser geworden mit Schwindel, was man alles noch dazu auch kennt. Nur hat es zu lange gedauert. Was war dann weg, und bei der Heimfahrt war es wieder heiß im Auto, damals noch ohne. Ja. Er konnte wieder aufgetaucht, fast der Bewusstlosigkeit am Steuer, was dann sehr gefährlich war. Aber das letztendlich bin ich dann noch heimgekommen und war dann zu Hause 3-4 Wochen im Bett gelegen, wo ich gedacht habe, okay, das kann jetzt kein Sonnenstich mehr sein. Und wenn ich meine E-Mails gelesen habe, habe ich schon Schweißausbrüche gehabt, dass ich war ausgeschaltet. Und dann macht man sich natürlich als Arzt Gedanken, das kann jetzt kein Sonnenstich sein, was hast du? Und da war ich ziemlich überzeugt, dass ich einen Gehirntumor oder sowas haben muss. Und dann ist man als Arzt ja auch Mensch, will man es dann doch gleich nicht so genau wissen. Und dann habe ich immer die Untersuchung rausgeschoben, eine Woche, noch eine Woche. Und dann habe ich dann doch diesen MRT-Termin gemacht im Krankenhaus, also diese Schichtuntersuchung des Kopfes, das auszuschließen, denn es ging einfach mir weiterhin schlecht. Und dann in der Nacht vorher, na, da konnte ich nicht schlafen, da habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie blöd, ja, wenn ich jetzt wirklich einen Gehirntumor haben sollte und mein Nachbar hätte zufällig so eine Heilgabe und würde sie nicht ausüben wollen, weil er sich das nicht zutraut, weil er das verweigert. Das wäre doch wäre schlimm. So in dem Sinne, dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht habe ich tatsächlich nicht das Recht, das zurückzuhalten. Und habe ich mit mir so einen Deal gemacht, also oder mit dem Universum, wie auch immer. So, okay, wenn sie jetzt nichts finden, wenn ich da keinen Gehirntumor habe, wenn ich wieder gesund werde, dann setze ich das auf meine Homepage ganz vorne hin, dann können Menschen zu mir kommen, die das in Anspruch nehmen. Und so war es auch. Am nächsten Tag war vollkommen normale Untersuchung, hatte keinen Gehirntumor. Und 3 Tage später, ich sag's dir, war ich vollkommen gesund. Ich war arbeitsfähig. Und das alles nach all der Zeit. Das war also die Geschichte davon. Ja. Bitte? Und was sind so deine größten Heilerfolge, die du mit Healing Voices bisher erzählt hast, bei anderen, außer als bei dir selbst? Vielleicht hast du da so ein paar Beispiele, wo es besonders gut funktioniert. Oder ist das querbeet bei allem? Es ist querbeet bei allem, auch bei Krebs, bei Gelenkbeschwerden, bei Depressionen. Es gibt da nichts, was da nicht anspricht darauf. Die Erfahrung ist jetzt allerdings, dass Healing Voices, wenn man sie einsetzt, auch ohne Aufstellung kann man das ja, dass man sich eine halbe Stunde in die Liege legt und ich mache das dann für jemanden ganz persönlich, dass die Healing Voices letztendlich immer alle Ebenen des Menschen berühren. Das ist nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, auch geistig. Es wird irgendwie was verändert und das Leben fühlt sich danach ja etwas anders an und die Symptome verschwinden halt. Und die Krankheit geht auf einem guten Weg, natürlich immer
in Kombination mit allen anderen Therapiemöglichkeiten, die man heutzutage zur Verfügung hat. Ich bin ja als Arzt, auch als wissenschaftlicher Arzt ausgebildet und lange im Krankenhaus gearbeitet. Ich bin immer dafür, dass man schamanische Methoden, Energiemedizin und normale Medizin, also herkömmliche Medizin und auch alle anderen Möglichkeiten, die man hat, Naturmedizin, dass man das verbindet, auch mit den Psychotherapien und den Aufstellungsarbeiten, Symptomaufstellungen, was ich ja vornehmlich auch mache, dass man bindet und zwar gleichzeitig. Dass man das nicht erst das eine macht und dann wartet, bis ob es hilft oder nicht. Und dann kurz 4 Wochen, bevor man vielleicht stirbt, dann noch vielleicht eine Systemaufstellung macht und dann 2 Wochen vorher dann doch noch zum Schamanen geht. Das ist einfach zu spät. Man sollte es einfach immer gleichzeitig machen. Mhm. Und da erspart man sich vieles, ja, wenn man das tut. Und so habe ich sehr, also ich kann gar keine Beispiele nennen, weil das so endlos ist. Also ich habe vielen Menschen geholfen, tue das täglich, ja, mit dieser Methode. Und auch online. Also online, man kann ja auch eine Skype-Aufstellung bei mir machen oder Skype oder Zoom, online Healing Voices in Anspruch nehmen. Aus der ganzen Welt kommen da Leute zu mir. Ich war ja in vielen Ländern mit meinen Workshops und habe die Verbindungen dorthin. Und also es geht auch, und das war am Anfang ja nicht ganz klar, geht es auch online. Also wenn ich jetzt nach Australien oder USA diese Energien schicke, das geht, das spielt überhaupt keine Rolle. Diese Energie ist quasi gleichzeitig überall. Quantenphysik. Ja, schneller als das Licht. Also das ist so, das weiß man ja. Also das hat auch quantenphysikalische Forschungen haben ja das ergeben. Quantenverschränkung nennt sich das. Ja, ganz genau. Keiner weiß, warum. Es ist so, wenn das eine Quant. Wenn Dinge verschränkt sind, dann ist, was da passiert auf der anderen Seite ganz genau gleichzeitig, auf die Millisekunde. Und so ist es offenbar mit dieser Energie auch. Ist es denn einer besonderen Vorbereitung nötig, dass du dich da erstmal meditativ versinkst? Oder ist das etwas, was du direkt in dem Moment auch rausschießen lassen kannst, sagen wir es mal so? Ja, also ich stimme mich natürlich jeden Tag auf den Tag ein, sowieso, egal ob ich arbeite oder nicht, das mache ich auf alle Fälle und lebe in diesem Bewusstsein, verbunden zu sein mit der gesamten Welt. Einfach, das ist so mein Ding. Aber wenn ich jetzt einen Klient oder eine Klientin möchte, dass ich mit Healing Voices arbeite, oder wenn es in einer Aufstellung, in einer Systemaufstellung zum Punkt kommt, wo man sagt, jetzt hilft nur noch Healing Voices für den nächsten Heilungsschritt, beginne ich das einfach und stelle mich zur Verfügung und habe dann schon so einen einladenden Satz parat, den ich, ohne dass man den jetzt außen hören würde, sage, um diese Heilenergien einzuladen, in den Feldern des Klienten oder der Klientin zu heilen, wenn sie wollen und wenn sie können. Das ist eigentlich die Formel, die ich da immer benutze. Und dann, ab dem Zeitpunkt, bin ich dann ja nur Medium, ich folge diesen Energien, jede Millisekunde, auch mit den Bewegungen und der Stimme auch. Mhm. Und diese Stimmen sind außerordentlich, also das sind ja immer etwas anders, das sind nicht immer die gleichen. Und die sind auch, wenn man jetzt bei Aufstellungen arbeitet, wo eventuell eine Kriegsszene, also wo es Opfer gegeben hat, die Täterenergie noch, Täter auch noch da sind, und eine negative Energie in dieser Form noch aktiv ist, das Trauma noch nicht vorbei ist, das ist ja dann das ungelöste Trauma, dass man, dann werden diese Stimmen manchmal sehr laut und aggressiv. Das ist wie wenn die quasi zu dieser negativen Seite die adressieren würde und mit der Sprache reden würde von denen, um sicher zu sein, dass sie auch wirklich verstanden werden. Aber darauf bereite ich ja immer meine Klientinnen und Klienten vor. Die wissen, dass sie dann in einem sicheren Rahmen sind. Und dann danach, nach dieser Phase der Heilung, werden die Healing Voices ja auch immer sanfter und kommt sogar manchmal zu Gesängen, Melodien, was sehr, sehr berührend ist für diejenigen, die es miterleben. Ja, wir haben ja eine schwere Zeit momentan weltweit, die Corona-Pandemie oder was auch immer da gerade draußen los ist. Jeder hat ja so seine eigene Meinung. Aber auch da hast du ja mit Healing Voices schon ein paar Videos aufgenommen, die werde ich mal unten drunter verlinken, um halt den Menschen da positive Resonanzen mitzugeben,
könnte man fast sagen. Ja. Ich hatte jetzt so einen kleinen Anschlag auf dich vor, ob du jetzt auch was bieten könntest, also eine Darbietung, aber wahrscheinlich ist das doch etwas zu plötzlich. Na, im Grunde nicht. Also man kann das schon machen. Das ist aber, im Grunde ist es keine Darbietung. Das ist also keine Show, sondern wenn wir das jetzt machen sollten, wir haben vorher besprochen, aber ich mache das ja auch bei meinen Webinaren, wo ich dann in den letzten 5 oder 10 Minuten so einen Input von Healing Voices für die Anwesenden oder die es auch dann nachher online aufgezeichnet sehen, um irgendwie eine Heilenergie zu transportieren. Das können wir gerne machen, aber es ist nur ganz wichtig, dass jeder weiß, der das auch jetzt anhören wird, dass das keine Darbietung ist. Das ist nicht etwas, was man konsumiert, sondern das ist etwas, wo man vor der Entscheidung steht, entweder öffne ich mich dafür, dann wird mich das erreichen und dann werde ich auch heilsame Empfindungen haben können. Oder man kann natürlich sagen, okay, ich höre mir das jetzt mal an, weil ich da gerade interessiert bin, aber ich will damit gar nichts tun. Und dann kann man sich auch einfach so verschließen. Und dann hört man halt etwas, was einem dann nicht berührt. Das ist dann ein bisschen komisch, aber diese Möglichkeit hat man natürlich auch. Ja. Aber für diejenigen, die eine Erfahrung machen wollen, empfehle ich, dass man sich einfach dafür öffnet. Und wir müssen irgendwie nur bloß so ein Thema noch aussuchen dafür. Vielleicht etwas für die schwere Zeit, die man jetzt gerade hat, noch mehr Kraft zu haben, dass man sich dann nicht so negativ beeinflussen lässt? Oder fällt dir was Besseres ein? Naja, es ist so, ich habe ja auch kollektive Aufstellungen. Ich glaube, da haben wir ja schon die Interviews. Über die Atemnot. Schauen, was ist denn das, was die Corona-Krise für uns alle als Botschaft hat. Also was sollten wir eigentlich lernen, was sollten wir wissen, was sollten wir auch beherzigen, um gut durch diese Krise zu kommen und diese neue Zeit danach und die veränderte Zeit danach auch da gut durchstarten zu können. Und ein Ding war halt, oder eine Botschaft, eine ganz wichtige, ist, dass wir uns als Menschen auf unser Zentrum konzentrieren sollen. Und das ist das Herz. Das ist die Möglichkeit mitzufühlen, Mitgefühl zu entwickeln und das Herz im Grunde jetzt auch auf der übertragenen Ebene auch zu öffnen für das Leben, für alles im Grunde. Und dafür könnten wir das jetzt zum Beispiel machen. Das ist dann auch mit dieser Corona-Zeit verbunden, weil es da so eine zentrale Botschaft ist, dass man auch dann, viele berichten ja auch, dass die Angst, die sie haben oder die kollektive Angst, die sich ihnen mitteilt, in der Krise jetzt auch mitgeteilt hat, dass die durch das Anhören von Healing Voices auch vermindert wird oder auch ganz weggeht. Da habe ich viele Berichte, haben mich da erreicht. Also ja, wir können jetzt, wenn du das möchtest, ein Healing Voices Input machen, der jetzt in dem Moment für unsere Zuhörer, die jetzt auch später das anhören, wie das auch immer ist, für euch da draußen einfach ein Healing Voices Input geben, um das Herz zu öffnen. Und es kann sein, dass ihr da was spürt in dem Bereich oder auch nicht. Jedenfalls, es wird eine Veränderung geben. Und gleichzeitig, wenn man das Herz öffnet, dann gibt es auch, öffnet sich nicht nur das Herz, sondern es öffnet sich letztendlich die gesamte Körper- und seelische Energie für die Welt. Und es geht von der Abtrennung, wo wir ja jetzt gezwungen worden sind, uns abzutrennen, wieder in die Verbindung hinein. Also Herzöffnung hat auch immer etwas mit Verbindung aufnehmen oder Verbindung wieder aufnehmen zu tun. Und das wird dadurch auch befähigt, sodass man auch sagen kann, okay, das, was wir jetzt wollen, wo wir mehr und mehr uns öffnen, wieder für die Verbindung, dass uns das leichter fällt, wenn das Herz grundsätzlich von der Energie her geöffnet ist. Und so mit diesem Thema könnten wir das jetzt schon machen, Claudia. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, dass wir das tun. Ich entschuldige mich nochmal für die misslungene Wortwahl der Darbietung. Ich wusste nicht in dem Moment, wie ich es besser einleiten sollte. Nein, du glaubst, aber du hast vollkommen recht. Das ist ja, klar, das ist ja ein neues Feld, auch für dich oder auch für alle, die zuhören. Und es ist ja einfach wichtig, dass man auch die innere Einstellung dazu findet, dass man einfach weiß, was es ist.
Und dazu ist es auch mal ganz gut, man hat einen falschen Ausdruck, dass man es dann klären kann, dann wird es an dem Punkt auch ein bisschen klarer. Das ist gar kein Fehler, das ist gut, wir lernen ja alle dazu. Und es ist keine Bühnendarbietung, sondern es ist etwas, was jetzt tatsächlich etwas verändern wird in jedem oder in jeder, die sich dafür öffnet, im positiven Sinne natürlich. Ja, meine lieben Zuschauer, wenn ihr also bereit seid, wir sind es, dann setzt euch irgendwo entspannt hin oder legt euch hin, macht es euch gemütlich und konzentriert euch dann nur noch auf das, was ihr gleich hört. Vielleicht mag es sich am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig anhören, aber lasst euch mal drauf ein. Ich wette, bei dem einen oder anderen kann sich da wirklich was Schönes entwickeln. Und wenn nicht, ihr könnt es so oder so eure Erfahrungen drunter schreiben in den Kommentaren. Ja, sind wir schon ganz gespannt drauf, was sich da bei euch verändert hat oder vielleicht auch nicht verändert hat. Aber wenn es sich auch nur bei einem was verändert hat, hat es sich ja schon mega gelohnt. Kommt ja auf jeden Einzelnen an. Ja, also ich vielleicht noch eines vorausgeschickt. Ich empfehle allen, die jetzt dabei sind, dass ihr euch nicht wundert. Wundert euch nicht, überhaupt nicht, um was jetzt kommt. Wenn es ist eine schamanische Heilung, kann alles Mögliche passieren. Also beurteilt nicht, was da jetzt kommt. Nehmt es einfach so, wie es ist und wundert euch nicht. Das heißt am besten, ich mache jetzt die Augen zu und einfach. Ja, könnt auch schauen, wie das ist. Aber ja, da fangen wir jetzt an. Bin ready. Ich weiß nicht, wie das mit dem Echo ist, Claudia. Vielleicht magst du dich muten. Dann. Ach so, ja, eine gute Idee. Ich bin jetzt gemutet. Ja. Mille maille qui est ma cure, qui est ma haute, et il est mort. Il est ma haie, qui est mort. Et à vos équivalents, vous qui montez, et à cure, il est ma haie, ta faille, il est mort. Il est ma haie, qui est mort.
Ja, und ihr müsst damit jetzt gar nichts machen, sondern lasst es einfach wirken. Grundwegs positive Energie. Also, es war wie eine Geschichte für mich, die durch meinen Geist ging. Es war sehr bewegend und auch sehr positiv. Man hat so richtig gute Laune jetzt. Ah ja, schön. Ja. Naja, unsere Zuhörer, Zuschauer können ja das gerne nutzen, dass sie das auch mitteilen, was bei ihnen jetzt ist. Und vor allem ist es so, was dann auch noch ein paar Tagen ist. Ja, was sich dann entwickelt in einer Woche oder zwei. Ja, schön. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich viel sagen soll. Ich bin im Healing Voice Flow. Wir bleiben einfach in diesem Gefühl, ich auch selber. Und aber bedanken möchte ich mich schon bei dir, Claudia, dass du den Healing Voices heute so eine schöne Plattform geboten hast. Ich bedanke mich bei dir, dass du dass du als Sender zur Verfügung gestanden hast. Ja. Ja, schön, Claudia. Dann wünsche ich dir alles Gute. Ja. Ja, danke, danke. Auch meine lieben Zuschauer, danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was euch bewegt beim Anhören, vor allen Dingen der Healing Voices, was ihr dazu sagt. Schreibt es drunter, es bleibt spannend und
Ja, ich bin sicher, das wird auch nicht das letzte Video gewesen sein. Wir finden sicherlich immer wieder ein spannendes Thema. Und für heute sage ich jetzt aber erstmal, bleibt gesund, meine Lieben. Und wir sehen uns auch ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss. Oh yeah. If you listen to your inner voice, you don't have a choice.